Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 17.06.2021. Einen wunderschönen Donnerstag. Das sage ich jetzt einfach so, weil der Mittwoch ist wunderschön. Ich bin noch Mittwoch 19.21. Bei mir scheint noch die Sonne, es ist ganz warm. Und darum ist es jetzt morgen auch schön, sage ich jetzt mal so. Jetzt schauen wir mal, was die anspruchsvollen Energien, die momentan vorherrschen, uns morgen so mitbringen. Also hier und jetzt, das ist schon mal sehr wichtig, jetzt. Und der Vater ist entweder wirklich dein eigener Vater oder eben dein Vater, ja gut, also dein Nachbar oder der Chef, das kann natürlich auch sein, oder eben wirklich dein Vater, den du sagst, mein Vater im Himmel oder grüne Eisbär oder Allah oder schieß mich tot, ist vollkommen egal, wie du das nennst. Die Quelle, ich nenne es zum Beispiel die Quelle, weil ich mit dem Gott nichts anfangen kann. Für mich ist es die Quelle oder eben dein Vater. Denn hier ist eine Begegnung, auf die du lange Zeit gewartet hast oder die schon lange Zeit her ist, die kommt aber jetzt. Jetzt kommt eine Begegnung, die ja, lange Zeit her ist, man vorbereitet hat oder. Also, wir werden das jetzt genau anschauen. Also, im Hier und Jetzt kommt die Begegnung und die ist sehr spontan, sehr unvorbereitet. Dadurch geht etwas in Verlust, das werden wir gleich sehen. Der Vater bringt bestimmte Energien mit. In dem Fall, wenn es wirklich dein eigener Vater ist, ist es eine bestimmte Energie, die jetzt plötzlich beim Vater auftaucht oder durch den Vater, du merkst. Wenn es so ist, wie ich zweite meinte, dass es eben wirklich eine spirituelle Sache ist, dann ist es einfach die Energie. Also die wird jetzt kein lieber Gott oder keine Ahnung, Erscheinung erscheinen, sondern es kommt eine ganz bestimmte Energie, ganz plötzlich, die lange Zeit vielleicht nicht mehr da war und die dir wirklich, ja in dem Fall fast ans Herz geht, die als Partnerschaft, die dich irgendwie in einer gewissen Weise heimbringt, will ich jetzt fast sagen. Jetzt lass uns mal gucken. Ja, wir verlieren diese Manipulation und kommen wieder zurück in die Familie. Und das ist jetzt auch etwas, was ganz, ganz, ganz groß ist. Und immer wieder kommt, wir gehen zurück in die Familie. Und die Familie ist natürlich deine Familie. Wenn ich das jetzt im Kleinen sehe, kommt vielleicht hier wirklich ein Vater heim, den man wieder ins Herz schließt. Da waren irgendwelche Krälen, die jetzt in Verlust gingen. Das hat irgendjemand so eingefädelt, kann jetzt sein. Es kann aber auch sein, dass durch deinen Vater, deine Partnerschaft hier, du hast eine Begegnung mit deinem Ex-Mann oder so, durch deinen Vater, und dann kommt auch wieder irgendwas in Ordnung oder so. Das heißt nicht, dass du hier zusammenkommst, aber es kommt irgendwas in Ordnung. Es ist aber auch, was ich hier vor allem für die meisten denke, ist es eine reine Energie, die uns spirituell, die uns von etwas Mächtigeren, von etwas Größeren, wie wir sind, gesandt wird. Die kommt ganz plötzlich zu uns. Und ist uns auf jeden Fall eine Hilfe, die uns wieder in die Familie bringt. Das heißt, in jedem Einzelnen für uns, in der Beziehung Energie, in die Menschenfamilie, in den Reichtum der Menschenfamilie. Das meine ich damit. Im Kleinen natürlich auch in die Familie, aber im Großen ist es wirklich, dass zum Beispiel das Volk Deutschland wieder ein Volk wird, dass wir diese Manipulation verlieren, dass wir wieder eins werden. Nicht mehr der Nachbarstreit mit dem Nachbarn und die Schwester mit dem Bruder und so, sondern dass man auf einmal anfängt, Partner zu sein, zu verstehen, ins Gleichgewicht zu kommen. So wie Yin und Yang oder die männliche und weibliche Seite bei dir, die ja auch immer im Gleichgewicht sein soll. Das ist mit diesem Reichtum der Familie gemeint. Wenn man es rein energetisch sieht, kommt hier eine Energie und die fängt jetzt schon an. Und ich spüre die ganz, ganz deutlich. Das ist Hilfe für uns, auch wenn sie für einen oder anderen für uns sehr, sehr anstrengend ist und vielleicht auch mal Kopfweh, Gliederschmerzen oder sonst irgendwas erzeugt. Diese Energie, die jetzt zu uns kommt, hier ganz plötzlich, bringt uns wieder in unsere Familie als Menschen, als Volk, als Seelen.
Sie bringt uns wieder zusammen. Das, was bei uns manipuliert wurde, geht im Verlust. Nicht alles auf einmal. Das ist kein Paukenschlag und jetzt schlägt es, morgen ist alles wieder gut. Nein, aber sie lässt uns zu uns kommen. Wir merken auf einmal, hoppala, was hier, da stimmt auf einmal nichts mehr. Weil es vorher schon nicht gestimmt hat, uns aber durch diese Manipulation nie so bewusst wurde. Das ist hier gemeint im Großen, dass diese Energie jetzt anfängt zu kommen und ich merke, dass die kommt. Und das hat uns die ganzen Tagesenergien in der Vergangenheit immer wieder darauf vorbereitet. Immer wieder Familie, immer wieder Familie, immer wieder Familie. Und da war auch viel im Großen, unsere große Familie, Menschenfamilie, Deutschland, im ganz Großen die Welt gemeint. So, im Kleinen, wie gesagt, hast du eine Begegnung mit irgendeiner Familie, mit dem Vater, mit dem Bruder, mit dem Onkel oder, die plötzlich zustande kommt und hier Missverständnisse, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Weg geräumt werden und dann auch wieder alles gut wird. Also eine Energie, die sehr fordernd ist, ich weiß es, aber die sein muss und die sehr, sehr, sehr gut ist und sehr reinigend ist, dass wir alle wieder, ja, wirklich zueinander stehen dürfen, können und sollen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bis zum Freitag. Habe die Ehre.